Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Oh. Heute geht's ab in den Teich. Bei schwimmen. Ach, die Ameisen haben hier eben Spaß. Käfern. Lassen da reinspringen. So weit ist. Na gut. Lauf ich denn jetzt lang? Ich muss doch Richtung Wasser. Ja, in die andere Richtung geht's auch zum Wasser, ich weiß, aber der Weg ist länger. Ah, gut, also so schwimmst du. Läufst du halt dann. X. Ausdauer ist weg. Deiner Körper, deiner Ausdauer. Ja, aber ich glaube, das hat mit dem kleinen Körper nicht viel zu tun. Großer Körper, große Ausdauerschwierigkeiten. Dinge, die Feuerkleimer nach vorne. Ja, und hier gibt es noch keine Kletten. Ich hätte wenn die Gasflasche zu ist, dann kommt Kletten. Ja. Ich hatte heute echt in der Aufnahme waren alle Kletten weg. Alle Kletten auf der Map waren weg. Ich mache die Aufnahme an, will das den Zuschauern zeigen, drehe mich um, sind sie alle wieder da. Unfassbar. So, und das wäre dann, wenn man hier so rangeht. Ich glaube, das hintere Blatt, ne? Oder? Ziemlich. Ja, das ist es. Glaube ich. Weg nach unten schon mal ein paar Luftblasen mitnehmen. Er nimmt Luftblasen. Ich hab's gefunden. Das Loch. Ich jetzt? Ja, ich hab noch gar keine Flossen. Och Mann. Doch gar nicht. Hm? Brauchst du nicht für das erste Mal. Kannst du später bei den anderen Tauchgängen holen. Das war jemand nochmal. Richtig klasse. Da brauchst du keine Flossen. Nein, ich hab wunderbar Röhrchen nicht angehabt. Ah. Keine Röhrchen, keine Schuhe. So, jetzt habe ich den Biest an. Gar nichts hatte ich an. Ja, weiß nicht. Ich bin ja noch dran vorbeigeschwommen. Mann. Ruhig zeigen. Ja. Versuche mal immer mehr Glück. Oh, 51 Luft habe ich. Das rein. Ich glaube nicht. Aber vielleicht habe ich Glück. Ja. Dafür habe ich was anderes gefunden. Doch, jetzt. Ein Knochen ausgebuddelt. Da. Schnell. 20. Perfekt. Wird eng. Das keine wird eng. Fackel, kein Nix, ne? Brauch ich nicht. Bin schon da. Die ist ja alles beleuchtet hier drin. So, ich habe es geschafft. Kann man Strom anknipsen? Schalter umlegen? Ja, mach das. Muss noch mal raus. Ich habe mich total verfranst. Oh, oh. Besuch. Ja, ich bin einem falschen Röhrchen gefolgt. Falschen Röhrchen gefolgt? Ach so. Ja, die Luftblasen. Komplett falsch. Und hier geht's ja noch nicht rein, ne? Glaube ich mal. Oder? Ja. Machen wir mal
Respawn-Punkt, ne? Da ankommen. Ey, dann nochmal hier runtertauchen will ich nämlich auch nicht. So. Schon mehr Jungtien? Nee, jetzt glaube ich habe ich noch nicht. So, und hier ist das Labor, wo man nicht reinkommt. Ja, aber vielleicht soll ich mal Luft holen. Ja. Material für Schuhe. Oh, jetzt kann ich mir Schuhe passen. Du greifst da unten alles ab. Alles klar. Ich kann ja nichts benutzen, oder? Kann ich mir basteln. Aber die landen später in der Kiste. Wie Schuhe basteln. Ja, Taucherstüchchen. Zweimal Fasern und zweimal Seerose. Guck. Zwei Fasern, zweimal Seerose. Wenn ich gleich da den Stromschalter anmachen muss, brauche ich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Was wohl war? Wird das ein kurzer Ausflug? So viel tolles Zeug. Gut, das ist eh nicht alles weg. Okay, ich versuche mein Glück. Schon auf dem Weg nach unten? Sollte ich gleich. Vielleicht. Warte dann hier so lange. War furchtbar dunkel hier unten. Bevor man da unten ist, ich sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Das macht gar keinen Sinn. Ich müsste doch eigentlich nur dem Kabel folgen, oder? Ja, und dann T-Rex lang. Ja, schon. Eigentlich, ja. Eigentlich schon, ne? Oh, böse Spinnen. Eins. Jetzt. Das. Der andere eigentlich auch da hinten. Man schafft gar nicht alle drei auf einmal. Echt schwierig. Die Frage ist ja, wie will denn der Mensch dann hier das Strom anschalten, wenn der, Ja, ist eine gute Frage. Wenn der die Pumpe anmacht, der kann ja schlecht hier... Ja, oh, 12, oh nein. Der trinke gleich. Ja. Egal, ich hab doch sowieso hier gesaved. Komm mal mit. So, geschafft. Ich bin über den Zierteich gegangen. Aber ich bin wieder drin. So. Also oder nix. Gib alles. Mach auch schnell den Eingang auf, dass du dann nur reinspringen brauchst. Ja, ja. Hat mich so verfranst da unten drin. Unfassbar. Oh, ich hab noch einen. Den schwierigsten Teil habe ich jetzt noch vor mir. Dieser. Ja, aber schon. Gegenströmung, jo. Ach, der. Jo. Boah, das ist knapp. Ganz knapp. Gerade ging es an. Ja, aber es noch geschafft. Wo ist der Schalter? Da. Zack. Hast du jetzt die Flossen? Du kannst kommen, ja. Ich hab die ja jetzt schon geholt, da die Teile da rumlagen. Ja, die brauchte ich ja hier für diese Gegenschwimmanlage. Gut. Bist du nicht schnell genug, da lang zu kommen? Ui. So, du kannst kommen. Wieso kann ich hier? Hallo? Muss ich hier oben noch einen Hebel rumlegen? Nein, ich hab ja alles schon umgelegt. Ah. Okay, da müsste jetzt ja hier offen sein, oder? Ja. Nee, da ist zu. Und ich bin da. Schon da. Okidoki. Tag. Servus.
Da Strom ist an, alles safe, alles cool. Und das muss jetzt hier irgendwo auch gleich das Ding unten aufgehen. Energiefernverwaltet, aber. Müssen wir noch was aktivieren? 18 cm. Oh, ist dicht. Ach, da muss man. Da muss man rauf, gell? Das geht's nicht. Ja, stimmt, dann muss er in der Mitte da durchtauchen, ja. Halt, wartet auf mich. Ah, jetzt ist alles grün. Also fast alles. Okay. Das ist der Weg, ne? Ist dicht. Hier muss ich gleich mal die Waffe wechseln, oder? Das da. Ja, hier kommen wir gleich die Schergen. Kriegen wir Muskelsprutz hier. Muskelsprotzen? Buchzwerge der Neuzeit. Ja, schon wieder Tauben. Hui, ich hab keine Lampe. Dunkel. Geht das auch ohne? Ja, nein, ich habe eine noch ein, da einsteckt. Bei mir? Ja. Gut. Auf geht's. Ah, ich steck fest. Du. Ich bin der Ignorier. Sowieso. Kommt. So. Schafft. Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division, Log 88.06.23a. Finally, my genius is recognized. Oh, jetzt sind wir durch, ne? Prominent Minders have requested a demonstration of the spacer. Wo sind denn die ganzen U-Boote her? Komm gleich. Was the loose lips of that blabbing Klein. Ja, da, ganz ruhig, ganz ruhig. Jeder kommt rein, jeder kommt. Die haben schon Schaden bekommen. Gegenseitig aktiv. Schädigt. Hier nichts wieder gibt, ne? Ne, da war noch nie was drin und trotzdem rennt man immer hin. Ja, ne? Da. Der Vollständigkeit. Wir folgen den Fußspuren. Wenn man den Typ irgendwann noch trifft, das wäre so interessant zu wissen. Ja. Den Herrn Tully. Einer beleuchtet. Da beleuchtet. Oh, oh. Ja, war doch auch mal heller. Der Roboter oder der Raum? Der Raum. Mir so dunkel vor. Ja, ist er noch, abgeschottet. Stimmt. Da ist er, der Chip. Ja. Komm in den Dorf, das geht oben nicht auf. Ja, weil draußen Nacht ist, ne? Deswegen ist so dunkel. Das können wir alle Sprouts einsammeln. Was hat dann das dann eigentlich mit hier drin zu tun? Hier sind noch Lichter drin. Aber wir gucken gleich mal. Unten ist jetzt bestimmt hell. Das ist eigentlich mit dem einen Labor, wo man da nicht reinkommt. Ja. Das ist interessant. Da noch reinkommen. Ja, man kommt da drin, aber hinten ist eine Tür und die geht halt nicht auf. Ja. Da ich noch nicht ganz fertig bekommen.
da ist er. Ich war noch nicht fertig. Wo? Oh. Toll. Alle Sprouts eingesammelt? Jupp. Okay. Dann warst du schon wieder, hä? Kassette hast du liegen lassen, hä? Wo? Oh. Auf dem Tisch. Cool. Ja. Der labert immer so viel. First test demonstration of the space. Director Hubert Picon in attendance. Liefere den Chip beim Burger ab. Was werden wir wohl noch machen? Thank you for coming. Today I will show you ja, da kann ich gleich meinen Respawn-Punkt wieder ändern. Ja, so ein bisschen schneller ist man schon bei den Flossen. Ja. So, brauchen wir die ja nicht. Of ominous future. Of our future. Gleich wieder in die Kiste, dann ist es fertig. Oh, so shit, ist ein Fisch. Oh mein Gott, der Karpfen. Nicht mich verschlingen, bitte. Ich schmecke nicht. Ganz bitter. Das kann ja jeder sagen. Ich bin pieksig, ich hab einen Dolch. Wann ich denn hin? Weiß ich nicht, wo wir rumrennen. Ganz andere Seite. Ah, im Dunkeln. Ja, Orientierung wie Maulwurf. Gleich null. Die Kraus ist immer so spannend hier. Oh, mein Steg. Du hast den Chip aufgefangen, ne? Also aufgesammelt. Kann ich den jetzt beim Gebörgel abgehen? Da auch gehen, ja. Muss mal gucken. Ach, ist das so angenehm, wenn es nur Wolfsspinnen gibt. Naja, angenehm ist vielleicht nicht das richtige Wort. Hier? Natürlich nicht. Die andere ist ja noch nicht da, ne? Die andere kommt bald auch mal. Ja, geht. Alter. Und rin damit. Birgit, was hast du mit der anderen gemacht, die wir da schon reingesteckt haben? Oh, ich habe ja noch 3 weiße Milchmolare. Warum ich die... Achso, weil ich 5 wollte, wegen den Mutationen, ne? Richtig. Ja, müssen wir noch ein paar sammeln. Okay. It's good to see you again. 3 bold quests. Neue Quests. Always happy to see a repeat. Rechensteinanhöhe. Ah ja. Da ist ja im Moment. Sind dann nur die 2 Bombardierkäfer, ne? Ja. Ja, das sollten wir machen, bevor. Ey, Quatsch, das sind doch schon die. Oh, warte mal, gebogene Basen. Ja, das können wir machen. Das kaufen wir. Haben wir denn schon so viele Punkte? Ah, wir haben jetzt noch im Petto 11.000. 11.000? Ja. Ja. Und es ist nichts, was wir jetzt gerade brauchen könnten, ne? Glaube ich. Nö, es ist nichts Gravierendes. Kann man noch aufheben. Vielleicht brauchen wir sie später für andere Sachen. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja. Den habe ich doch geholt, ne? Ja, habe ich. Die Lumdilei. Ja, dann müssen wir ja beim nächsten Update, ne, da müssen wir so viele tolle Dinge raushauen, ne, dass wir vor lauter Begeisterung nicht mehr keine Luft mehr kriegen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich müssen wir vorher alles andere erledigt haben.
Weiß nicht, haben die das komische Lava-Schwert nicht auch wieder genervt? Welches Schwert? Das Katana? Ja, letztens irgendwas. War da auch wieder. Ja, man muss das auf jeden Fall ziemlich hochballern. Mit diesen komischen Käfern und, ne, und Kram. Ja, aber dann geht's. Ich habe zuerst alles auf meinen Bogen gepackt. Alle Käfer, die ich hatte, auf den Bogen. Armbrust. Ja. Naja, klar. Ja, wie sieht's aus? Uhrzeit. Wo haben wir denn? 3.42 Uhr. Da lohnt sich Schlafen auch nicht mehr. Das ist voll bitter. Dass man jetzt nur 8 Stunden schläft. Alle Pensum halt. Ich. Ja klar, aber wenn ich um 20 Uhr ins Bett gehe, stehen morgens um 20 Uhr auf, kann ich ja auch machen. Morgens um 8 auf. So wie das vorher war. Dann ist halt immer hell, wenn man geschlafen. So ist dann halt dunkel. Und man hat trotzdem Hunger. Wie auf Nachtschicht. Ja, irgendwas ist. Die Eichenlampe ist die hier oben, ne? Schon mal hochgehen und die eine Lampe anbauen. Dem hier rum. Hattenhaut? Die guten Ressourcen hingeschmissen. Hoffe ich. Nein, habe ich nicht. Ja. Die Maden selbst enthäutet. Niemals. Ich habe ja Madenhaut gesammelt. Also Magenschleim liegen. Magenschleim habe ich liegen lassen, das ist richtig. Warte. 10.000 Fliegen. Geh mal weg hier, ich muss hier ran. Ah, bleibt so frech hier, ihr kleinen Pisser. Wenn ihr ärgern möchtet, schubst mich runter. Voll frech. Fliegen. Geht das nicht? Warte. Warum geht das jetzt da nicht? Geht das da nicht? Ich will das dahin haben. Ich will. Sag mal. Ich will. Geht nein, nicht. Nein, gibt's nicht. So. Kriegst du nicht. Geht vielleicht. Sowas. Okay. Was ist da schon wieder? Bist du wieder in der Basis rum? Nee, sowas geht auch nicht. Krieg hier keinen Aufgang hin. Keine Treppe? Nee. Nur die Dinger bis dahin. Er geht nicht. Da passt nichts mehr hin. Aus welchem Grund auch immer. Lehm. Auch Lehm. Doch Kiesel, sieht besser aus. Haben wir ja noch nicht gekauft. Oder doch? Nee. Er hat schon wieder die Tür offen gelassen. Unglaublich. Da wundert er sich, wenn alles weg ist. Ja. So. Den Lehm, dann den da drüben noch. Danke. Gott. So, jetzt kannst du deine Schuhe hier wieder haben. Meine Schuhe? Deine Badelatschen kannst du dann da. Was für eine Badelatschen. Powerschuhe. Badelatschen. Ja, brauche ich die nochmal? Ja, die brauchen wir noch. Versunkener Schatz war das doch, oder? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gab. Wollen wir dann. Doch. Was gibt's? Wollen wir fix zur Rechenanhöhe gehen? Wo bist du denn schon wieder hier? Ich will hier mal noch ein bisschen was entsorgen. Naja. Hier unnötig. Alles. Alles unnötig. Ich brauche eine Gasmaske, die muss ich mitnehmen. Madenbrille kann ich verschrotten, die braucht kein Mensch. Das sind Rüstungssachen, die gehören hier gar nicht mehr drin.
Das nur provisorisch. Hast du jetzt meine Gasmaske rausgenommen? Nein. Gar nichts rausgenommen. Ah, ja. Da ist meine Gasmaske. Was? Nicht. Wo? Sag da ganz woanders. Nicht da, wo ich sie hingelegt hatte. Ne? Oh. So. Da ist der Rechenberg. Ups. Autsch. Er ist schon am Rechenberg. Ja. Let's go. Let's do this. Okay, aber für heute ist mal Schluss. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Macht's gut.